Hi Jule, freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns hier das Interview zu machen. Ich stelle dir jetzt im Anschluss gleich ein paar Fragen. Und zwar die erste ist, stell dich doch einfach mal vor, was machst du, was hast du bisher studiert? Genau, also ich heiße Juliane. Ich habe im Bachelor an der FOM in Stuttgart International Management studiert. Genau, und was ist jetzt so deine aktuelle Jobrolle? Genau, also aktuell bin ich bei Daimler Buss im Training tätig. Dort bin ich Product Ownerin für unsere Trainingsplattform und eben auch Konzeptentwicklerin für das Thema Digitalisierung bei uns im Trainingsbereich. Okay, und was hast du da so für tägliche Assignments oder To-Dos? Genau, also mein Fokus liegt tatsächlich immer darauf zu gucken, okay, wie können wir eigentlich das Lernerlebnis für unsere Kunden besser machen und da vor allem eben im Sinn von der Trainingsplattform, wie können wir da eine bessere User Experience erreichen, aber eben auch, wie können wir eigentlich die Vorteile der Digitalisierung nutzen, um eben auf das Lernerlebnis einzuzahlen. Und dann natürlich auch, dadurch, dass ich eine Plattform betreue, haben wir natürlich schon auch immer mal wieder einen Bug, den man lösen muss. Oder eben auch, was eben ganz wichtig ist, wenn wir neue Themen einführen, dass das Commitment da ist. Und dass auch das Verständnis dafür da ist und eben der Mehrwert erkannt wird. Und deshalb ist das Thema Change Management bei uns auch besonders wichtig. Okay, und konntest du bisher das, was wir jetzt im Studium behandelt haben, in den ersten zwei Semestern sind wir mitten im dritten Semester. Konntest du da bisher was anwenden, was jetzt auf deine Jobrolle passt? Ja, voll. Also ich finde es mega. Ja. Tatsächlich eben gerade das Thema Change Management, wo ich einfach auch noch mehr Einblicke bekommen habe. Okay, was steckt da eigentlich dahinter? Mhm. Wie können sich andere Menschen fühlen? Einfach neue Perspektiven. Und das kann ich halt toll in meinem Job eben auch reflektieren. Mhm. Dann haben wir zudem auch die IT-Grundlagen sehr geholfen, die wir hier erlernt haben, weil in meinem Bachelor hatte ich eben da keinen Schwerpunkt drin, weil ich eben auch dann die Schnittstelle zur IT bin und habe dann eben ein viel besseres Verständnis für die Themen. Und was ich ganz cool finde im Modul Artificial Intelligence, habe ich für meine Prüfungsleistung ein Modell entwickelt für die Vorhersage von Preisen auf Basis von Unternehmensdaten. Und das wurde jetzt eben im Unternehmen als Projekt angemeldet und wird da jetzt weiter gemacht. Okay, das hört sich schon mal super an. Und inwiefern wurde das als Projekt angemeldet? Also, dass dann jeder von den Mitarbeitenden die Kompetenzen erlernen soll? Oder? Nee, dass sie mein Ergebnis, also mein Modell als Grundlage nehmen und da dann noch weitere Tests machen, um eben dann das Thema Preisvorhersage auch im Unternehmen zu etablieren. Ah, okay, dass man das da quasi auch einführen möchte, das, was du jetzt erarbeitet hast. Ja, das ist schon mal mega. Okay. Und siehst du irgendwelche Trends im beruflichen Kontext auf uns zukommen, was auch unser Studium, wo uns jetzt unser Studium Mehrwert geboten hat? Ja, aus meiner Sicht werden halt die IT-Themen immer wichtiger und es ist einfach einfacher, wenn man da schon so ein Grundlagenverständnis hat. Dadurch kann man es auch viel besser kombinieren und aus meiner Sicht sind eben die Trends Digitalisierung, Automatisierung und Business Analytics. Das heißt, wir sammeln ja nicht nur ganz viele Daten, sondern die eben auch richtig auszuwerten, anwenden zu können. Das sind aus meiner Sicht die drei Top-Trends und deshalb bin ich auch froh, dass ich das Studium mache. Ja, also das hört sich ja schon mal gut an, dass du uns jetzt auch so diese drei Buzzwords genannt hast, die jetzt aktuell dann oder in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Das war ein sehr aufschlussreiches Interview und dann wünsche ich dir für deine berufliche Laufbahn alles Gute. Dankeschön.